Was ist ein Normalspannungsglaukom? Ein hoher Augeninnendruck kann den Sehnerv schädigen und zu Sehverlust und Erblindung führen. Dieser Zustand wird als Glaukom bezeichnet, und es gibt verschiedene spezifische Arten von Glaukom. Obwohl jedes Glaukom durch Augeninnendruck zu einer Schädigung des Sehnervs führt, verursachen die meisten Formen des Glaukoms einen Druckanstieg. Normalspannungsglaukom tritt jedoch auf, wenn der Druck im Augapfel im Normbereich liegt, der Sehnerv jedoch immer noch geschädigt wird. Die Ursachen für ein normales Spannungsglaukom sind unbekannt. Der Verlust des Sehvermögens steht in direktem Zusammenhang mit einer Schädigung des Sehnervs. Es ist jedoch unklar, warum der Nerv geschädigt wird, wenn der Druck im normalen Bereich liegt. Der normale Augeninnendruck beträgt 10 bis 20 mm Quecksilber. Schätzungsweise ein Drittel der Fälle von Glaukom betreffen einen normalen Augeninnendruck. Dieser Zustand ist durch fortschreitende Schädigung des Sehnervs gekennzeichnet. Wenn sich der Schaden verschlechtert, wird das Sichtfeld enger. Normales Spannungsglaukom ist schwer zu diagnostizieren. Standard-Glaukom-Tests beruhen auf einem stetig ansteigenden Augeninnendruck. Die Diagnose eines Normalspannungsglaukoms hängt von sorgfältigen Untersuchungen und Sehschärfetests ab. Es wurden mehrere Theorien vorgeschlagen, um zu erklären, warum in manchen Fällen der Sehnerv durch Normaldruck geschädigt wird. Eine Theorie besagt, dass eine verminderte Durchblutung dazu führt, dass Zellen im Sehnerv an Sauerstoff- und Nährstoffmangel sterben. Ohne die Zellen, die die Nervenimpulse zum Gehirn transportieren, leidet das Sehen. Eine alternative Theorie nennt Schwächen im Sehnerv, die den Nerv besonders anfällig für druckbedingte Schäden machen, selbst wenn der Druck im normalen Bereich liegt. Auch schlechte Durchblutungsmechanismen können die Blutgefäße daran hindern, den Druck im Auge zu regulieren und Schäden zu verursachen. Bestimmte Risikofaktoren für ein normales Spannungsglaukom wurden identifiziert. Bei Personen mit einer familiären Vorgeschichte jeglicher Art von Glaukom besteht ein Risiko für alle Arten von Glaukomen. Frauen sind einem höheren Risiko ausgesetzt als Männer. Das Vorhandensein einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erhöht auch das Risiko einer Person. Menschen japanischer Abstammung sind besonders anfällig für die Krankheit. Die durch jede Art von Glaukom verursachten Schäden am Sehnerv sind irreversibel. Ziel der Behandlung ist es daher, weitere Schäden zu verhindern. Die Behandlung des Normalspannungsglaukoms besteht darin, den Augeninnendruck mit Medikamenten so niedrig wie möglich zu halten. Wenn Medikamente unwirksam sind, kann eine Laser- oder Filteroperation erforderlich sein. Bei manchen Menschen reicht es jedoch nicht aus, den normalen Augeninnendruck aufrechtzuerhalten, um weitere Schäden zu verhindern. Die Schädigung der Sehnerven schreitet ungeachtet des niedrigen Augendrucks voran.